Hallo und willkommen zurück zu einem Mini-Tutorial. Ja, heute werden wir uns mal mit der Vakuum-Chest beschäftigen. Wird auch nicht lange dauern. Aber ich finde die Vakuum-Chest, das Konzept finde ich trotzdem witzig auf jeden Fall. Habe ich bisher noch nie wirklich genutzt im Let's Play selbst, aber ist auf jeden Fall eine tolle Sache. So, zusammengecraftet wird das auf jeden Fall aus einem Pulsating Crystal. Das heißt, wir brauchen hier Pulsating Nuggets und wir brauchen einen Diamanten. Und da erhalten wir dann unseren Pulsating Crystal. So, und ist auch wirklich sehr, sehr simpel. Das heißt, wir haben hier unser Iron, wir haben hier eine Chest, unseren Pulsating Crystal und erhalten hier dann daraus unsere Vakuum-Chest. So, wir können die Vakuum-Chest hier einfach mal mittig im Raum aufstellen. Ne, was macht die Vakuum-Chest? Sie pullt, also beziehungsweise zieht an sich heran, in der Nähe befindliche Items. Ne? So, jetzt kann man hier, wenn man das Interface der Vakuum-Chest öffnet, kann man hier verschiedene Sachen einstellen. Ne? Da ist sogar zum Beispiel noch so eine Vakuum-Chest hier drin. Ne, man kann die Range einstellen, man kann noch einen Item-Filter kann man sogar noch mit einstellen. Also da kann man halt wirklich sehr, sehr viele Sachen machen. Ne? Gerade für so eine Monsterfalle ist das wirklich top-notch, ne? Also wirklich richtig, richtig toll, auf jeden Fall. Also man kann jetzt hier einfach sagen, ne, zack, hier, pack mal ran hier, einfach hier ran damit, zack, zack. Oh, toll, meine Pickaxe ist weg, na, super. So, hier, Pulsating Crystal, zack, so. Ah, wie viel Range haben wir noch? Ja, hier nicht mehr. Also hier, also die 6, ne? So, und dann wird das hier immer rangezogen, ne? Interessant ist zum Beispiel auch, ne? Da gibt es zum Beispiel, über Wände geht's nicht. Ich habe es getestet, ne? Die lässt sich auch nicht stacken oder sowas in die Richtung, ne? So, aber wir können jetzt hier zum Beispiel, ne? Es wird trotzdem auch über Wände hinweg. Ne? Es wird trotzdem angezogen hier. Na, hey. So, wenn ich die Tür öffne, vielleicht mit etwas Glück, deckt sich das durch, weiß ich nicht, manchmal backen ja auch Monster durch, bei so einer Monsterfalle, ne? Aber auf jeden Fall ist das ein tolles Konzept, eine tolle Sache, definitiv, und da kann man auf jeden Fall ein paar Basteleien halt damit machen, gerade auch so eine Monsterfalle oder sowas in die Richtung, damit kann man eine wirklich top Monsterfalle auf jeden Fall bauen, muss man wirklich sagen, wirklich clear, ohne große Verkabelungen, irgendwie großartig Rohre oder sowas in die Richtung. Einfach, zack, Vakuum-Chest ran, ne, Range einstellen, Item-Filter am besten noch rein, irgendwie, keine Ahnung, das und das brauche ich zum Beispiel nicht, oder dies und dies kann liegen bleiben, oder whatever halt, irgendwie, oder meinetwegen, dass man zum Beispiel halt, weiß ich nicht, zwar trotzdem noch alles einsammelt, wegen Server-Lags oder sowas in die Richtung, ne, wenn man auf dem Server spielt, ne, aber zum Beispiel halt, dass man auch zwei zum Beispiel halt nimmt, ne, halt also hier in der Mitte halt zum Beispiel halt den Killer zum Beispiel hat, wie auch immer, aus welchem Mod auch der auch immer bestehen mag, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, na und dann hat man hier zwei Vakuum-Chests, hier kommen halt meinetwegen die ganzen Items rein, für die man benötigt und hier wird dann halt zum Beispiel halt der Rest halt oder eine Blacklist oder was auch immer und der Rest nimmt das halt alles auf oder also wie gesagt, da gibt es ja, kann man ja anhand des Filters einiges einstellen halt und da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Wir werden im Verlauf des Tutorials werden wir definitiv auch dann nochmal eine Monsterfalle bauen. Da seht ihr das dann halt auf jeden Fall definitiv nochmal eher. Und deswegen lohnt es auch für euch, wenn ihr links die Videos hier auf jeden Fall die aktuellen Videos anschaut und rechts definitiv auch die Playlist noch mit anschaut. Denn da werdet ihr dann definitiv irgendwann mal das Tutorial zu der Monsterfalle halt auf jeden Fall finden, die ja dann halt hoffentlich nur aus Ender.io besteht. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. My love, you say you wanna try, but you never do.